Ich hatte die nächsten zwei Stunden überschrieben mit Parsons Einsicht. Wenn ich von Parsons Einsicht spreche, dann geht es mir jetzt nicht darum, den Ansatz von Parsons fortzuführen, sondern die Einsicht, die er hat, einer anderen Analyse zuzuführen. Haben Sie immer im Blick, worauf ich hinaus will. Also wir werden Parsons Einsicht dann im Fortgang anders rekonstruieren, und das betrifft die System-Umwelt-Relation in Bezug auf die allgemeine Theorie, die Theorie sozialer Systeme als Mitgliedschaftstheorie, dann die Gesellschaftstheorie als Gesellschaft, als ein Mitgliedschaftssystem, spezifiziert auf den Ebenen Gesellschaft, Organisation, Interaktion, und dann die Evolutionstheorie. Das Problem, das übergreifende Problem, was Sie im Blick behalten sollten, darauf komme ich dann in den nächsten Stunden zurück, ist Handlungstheorie versus Kommunikationstheorie versus Mitgliedschaftstheorie. Ich werde jetzt Ihnen in den nächsten zwei Stunden die Ebenen der Systematisierung, die Parsons vornimmt, diskutieren. Dann gehe ich über auf Kuhns Paradigma-Begriff. Der Ansatz von Kuhn ist in den 60er Jahren, das Buch ist Structure of Scientific Revolution, glaube ich, 62 erschienen, ich weiß nicht mehr, hat eine große Diskussion ausgelöst. Der Höhepunkt war dann erste Hälfte der 70er Jahre, und dann zweigte sich das in verschiedene Richtungen ab. Ich denke, dass Kuhn auch eine Einsicht hat, aber das überzieht sozusagen. Ja. Und dann gehe ich auf die Folgeprobleme der Systematisierung ein und auf den Ansatz, wie ich dann die allgemeine Theorie sozialer Systeme konzipieren würde. Wobei das in einer Schnittmenge sich abspielt zwischen der allgemeinen Systemtheorie und der Theorie sozialer Systeme. Ich denke, es gibt so ein Problem in der soziologischen Theorie, auch in der Systemtheorie, dass die sehr stark an der Biologie auch orientiert war als Ansatz, auch Parsons. Auch der späte Parsons hat ja dann auch die New Genesic rezipiert, hatte einen sehr stark biologietheoretischen Hintergrund. Das Problem dabei ist das, dass wenn wir das in einem biologischen Bezugsrahmen diskutieren, führt uns das ein Stück weit von soziologischen Fragestellungen weg. Ja? Also dann untersuchen wir zum Beispiel visuelle Systeme. Ja? Wie ich wegen mir räumlich visuell etwas wahrnehme, wie ich, oder es geht ins Psychologische rein. Wie strukturiert nehme ich wahr, kann man auch Tests machen. Ja. Das führt eigentlich von soziologischen Fragestellungen ein Stück weit weg. Deshalb neige ich dann dazu,
die Mitgliedschaftstheorie nicht unter der, dem, nicht primär unter dem Gesichtspunkt einer allgemeinen Systemtheorie zu analysieren. Es gibt bestimmte Berührungspunkte. Darauf komme ich ganz kurz zurück. Ich komme jetzt zu der Erläuterung dieser Ebenen. Talcott Parsons hat in seinem ersten großen Buch The Structure of Social Action 1937 seine wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen skizziert und seine soziologischen Hintergrundannahmen, wie sie bei Wilfried Pareto, Marshall, Weber und Durkheim vorliegen. Parsons Ansatz ist dahingehend zu charakterisieren, dass er sich abgrenzt von einem positivistischen Empirismus, einem, was sagt ein positivistischer Empirismus? Ihm ordnet er den logischen Typ der klassischen Naturwissenschaften zu. Denken Sie an die klassische Mechanik. Wir können in der historischen Gestalt diese Version auch als einen metaphysischen Realismus und Essentialismus bezeichnen, da er die Gesetze der klassischen Mechanik als Naturgesetze metaphysisch interpretiert. Also der Begriff des Naturgesetzes ist ja selbst doppeldeutig. Wir verstehen ihn einerseits linguistisch als eine sprachliche Formulierung und andererseits ja, als etwas außerhalb von uns. Ja, also schon die Redeweise, wenn man von Naturgesetzen spricht, legt das die Lesart nahe, ja, dass das etwas, dass diese Gesetze ja in der Natur vorkommen. Und die dieses Motiv, natürlich den Gesetzesbegriff so zu fassen, ist aus der Situation natürlich gut nachvollziehbar, weil man sich natürlich gegen die Religion und gegen die Theologie wandte. Also man wandte sich gegen die christliche Schöpfungstheologie. Ja. Also im Ganzen. In dieser ganzen, einmal der Umbruch kann man sagen, wissenschaftsgeschichtlich ist das nicht das 15., das 16., der Übergang zum 16. Jahrhundert, wo diese, dieses mittelalterliche Weltbild, dass die Erde das Zentrum der Welt ist, so zusammenbricht. Also heute natürlich noch mehr. Ich komme auf diesen Begriff des Naturgesetzes noch zurück. Die zweite Version ist ein partikularer Empirismus. Er besagt, dass objektives Wissen nur von Details mundaner Entitäten und Ereignissen möglich ist. Die Gültigkeit von generalisierten theoretischen Begriffen besteht nur in ihrem Bezug auf konkrete bestimmte Vorkommnisse. Kausale Beziehungen können ihm zufolge nicht in der zeitlichen Abfolge von Ereignissen etabliert werden, sondern es sind deskriptiv und semantisch nur
messbare und beschreibbare Raumstellen und zeitliche Sequenzen feststellbar. Ein Beispiel dafür wäre Humes methodologischer Skeptizismus. Ich komme in diesem Rahmen der Veranstaltung, es würde zu weit führen, nicht dazu, Kausalitätsbegriffe zu diskutieren. Es gibt verschiedene Kausalitätsbegriffe. Ein wirkungsgeschichtlicher ist der Humesche Kausalitätsbegriff, der sagt, ja, also gibt es Kausalität in der Natur? Nein, es gibt nur Regularitäten und die kausale Verbindung ist ein, da hat er eine psychologische Theorie, ist ein, eine Erwartung, ein Verstandesprodukt. Ja. Also das ist morgen mal die, die dass es hell und dunkel wird, ja, wäre also nach Hume nur eine Regularität, könnte letztlich auch anders sein. Vielleicht unwahrscheinlich nach dem, was wir wissen, aber es könnte auch anders sein. Ja. Also Kausalität ist so etwas wie eine Erwartungsprojektion. Wir beobachten nur Regularitäten, die zeitlich in einer zeitlichen Ordnung angeordnet sind. Die dritte Version wäre ein intuitionistischer Empirismus von Alexander von Schelting. Er behauptet, dass sich die begrifflichen Bestandteile der Soziologie nur in ihrem individualistischen Charakter erfassen lassen. Das geht auf Max Weber und den südwestdeutschen Neukantianismus zurück, die auf Personen und kulturelle Komplexe zu spezifizieren sind. Diese drei Positionen hat Parsons im Blick und setzt jetzt zu einem Gegenzug an, indem er diese fünf Ebenen der wissenschaftlichen Systematisierung unterscheidet. Sie dürfen natürlich aus der Perspektive der 30er Jahre, das ist ja nicht mehr unsere Perspektive, ja, wir leben im Jahre 2014, mittlerweile, ja, leben nicht mehr im 19. Jahrhundert, ja. Wir haben auf die, auch auf die Wissenschaftsgeschichte im letzten Jahrhundert natürlich einen ganz anderen Blick als jemand, der aus den 20er Jahren auf die Wissenschaftsgeschichte zurückblickt. Das ist keine Abwertung, sondern das betrifft eine Perspektive, eine Parsons Perspektive, Wissenschaft geschichtlich aus seiner Zeit heraus, war natürlich, dass sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Naturwissenschaften auch institutionell differenzierten. Ab 1860 zum Beispiel jetzt mal organisationsgeschichtlich in Deutschland, in Göttingen, aus der Theologie raus. Wir haben eine aufkommende biologische und psychologische Forschung. Denken Sie an die an Darwins Theorie. Und parallel dazu, was entstehen, war das Differenzieren, wie das der Mill nennt, der Moral Science, also würden wir setzen, der Geisteswissenschaften, ja, was dann in diesem Strang zu den soziologischen Kulturwissenschaften führte. Auch in der Soziologie finden Sie
seit den 90er Jahren auch wieder einen sehr starken kultursoziologischen Ansatz. Ich halte davon nichts, aber aus spezifischen Gründen. Ja, gibt es auch Lehrbücher dazu. Ich denke, dass das ein begrenzter Ansatz ist und gut, wie das immer so ist, es liegen die Einzelnen, die eine oder die andere interessante Einsicht vor, aber als Forschungsprogramm ist das eine Kultursoziologie, aus meiner Sicht ein bisschen antiquiert. Und zwar nicht nur aufgrund der Kritik Luhmanns, der dann daran an die Stelle was anderes setzt. Das Problem betrifft auch Parsons Analyse des Kultursystems oder kultureller Objekte. Sie erkennen das sofort, wenn Sie fragen, was ist denn ein kulturelles Objekt? Da würden wir sagen, kulturelles Objekt, ja, das ist ein Buch. Ja, in dem Buch, das ist ein Roman. Ja, weil das ist ein Drama. Ja, das ist eine kulturelle Veranstaltung. Und sagen, ja, die Vorlesung ist ja eine kulturelle Veranstaltung. Ja, Theater ist eine kulturelle Veranstaltung. Ja, ja, aber dieser Schreibtisch, ein Schreibtisch, ist ja auch ein kulturelles Objekt. Ja. Das heißt, Sie können eigentlich nahezu alle künstlichen Produkte zu kulturellen, auch das Kämmen können Sie zu einer kulturellen Tätigkeit erklären. Ja? Auch das Spazierengehen können Sie zu einer kulturellen Tätigkeit erklären. Ja? Wer sagt, dass das keine oder Mode, können Sie auch sagen, ist eine kulturelle, ein kulturelles Objekt, eine kulturelle Tätigkeit. Also erkennen daran eine ganz bestimmte, Kulturbegriff ist ja nicht alt, kam ja erst im 18. Jahrhundert aus, und Sie sehen da schon ein ganz bestimmtes Problem, ja? Nämlich das, ich denke, da hat nun mal recht, der Kulturbegriff in einer Situation entsteht, wo man Vergleiche zieht. Sagen wir, der Blick der Europäer aus der Perspektive des 18. Jahrhunderts auf die Welt, die sie umgibt. Und fangen die an zu vergleichen. Ja? Wie ist das dort, wie ist das hier? Da gibt es Riten, aha, ja. In dem Rahmen kommt der Kulturbegriff auf. Ich habe das nur mal angemerkt, weil Sie in Ihrem Studium sehr schnell und auch im Alltag auf den Begriff der Kultur stoßen. Ja, also der Begriff verbreitet sich ja wieder neu. Also in 70er, 80er Jahre spielte der im Alltag nicht so eine große Rolle. Aber heute, seit den 90er Jahren, sehen Sendung Kulturzeit. Ja? Oder Unternehmen tun etwas für ihre Kultur. Die Universität pflegt ihre Kultur. Also der Kulturbegriff ist so ein bisschen in die unterschiedlichen Systemalltage eingewandert und er dient auch also vielleicht zur Markierung von Kommunikationen, auch vielleicht zur Beobachtung bestimmter Personen, bestimmter Ereignisse. Aber wenn Sie jetzt fragen, ja, was meint man, was ist mit dem Kulturbegriff eigentlich gemeint? Ja, also dann wird schon immer die Luft dann schon dünner. Ja,
Und man bekommt nicht so, ja, und da wird ja oft mit Verweis gearbeitet. Ja, aha, ich gehe in eine Ausstellung. Ja, ist dann ein kulturelles Ereignis oder irgendetwas anderes. Ja. Also wir bekommen keine Definition, also Kultur ist das und das und das, oder wir können Kultur so und so analysieren, sondern es wird auf etwas verwiesen. Ja. Wobei wir natürlich in diesen Alltagskommunikationen, also ich will es nicht so vertiefen, muss man das sagen, wie ist denn da die Ästhetik gelagert? Es gibt die Ästhetik des Schönen, es gibt auch die Ästhetik des Hässlichen. Ja. Es gibt die, vielleicht auch eine dekonstruktive Ästhetik. Und das heißt immer, ich kann anders bestimmte Gegenstände, Ereignisse, Gruppenprozesse beobachten. Das nur mal als Anmerkung. Und nun haben Sie zu fragen, ja, was ist denn daran soziologisch interessant? Jetzt mal abgesehen von den einzelnen subjektiven Präferenzen, die Sie haben können. Ja, was ist daran soziologisch interessant? Vielleicht kommen wir noch auf diese Frage. Ich möchte wenigstens anfangen, dass wir das vielleicht bis übernächste Stunde abgeschlossen haben, ja? Das Ihnen kurz erläutern. Also Ad-hoc-Klassifikationen. Was versteht man unter Ad-hoc-Klassifikationen? Ad-hoc-Klassifikationen werden mehr oder willkürlich im Alltag gebraucht. Die Klassen, die wir bilden, sind nicht dem Forschungsgegenstand angepasst und die Bezüge der Klassen werden nicht getroffen. Es könnten jetzt jedoch Bezüge in der Forschung hergestellt werden. Solche Ad-hoc-Klassifikationen sind Common-Sense-Klassifikationen, zum Beispiel Tischmöbeleinrichtung. Also daran sehen Sie, dass das grob ist. Ja. Oder Fisch, Fleisch, Geflügel. Die Klassifikationen werden ad hoc gebildet und man hat dann immer, sie sind meistens im Alltag auch verbreitet. Sie können ganz bestimmte Kommunikationsfunktionen natürlich erfüllen, je nachdem, wie die Kommunikationssituation ist. Also wenn ich einen Tisch kaufen möchte, dann dann ist in der Kommunikation, kann man das Wissen unterstellen, dass es sich dabei um ein Möbelstück handelt. Ja, also es ist nichts zum Trinken. Ja, es ist auch ein Einrichtungsgegenstand und es ist kein Gegenstand, mit dem man fahren kann. Ja, also solche Ad-hoc-Klassifikationen können durchaus ihre Funktion erfüllen, sofern die entsprechenden Hintergrundinformationen vorliegen. Und die Hintergrundinformationen, die können Sie auch minimal systematisieren. Das sind ganz bestimmte Referenzaxiome. Ja? Also Tisch ist das und das. Ja, dann können Sie sagen, ja, es gibt einen Schreibtisch, es gibt einen Esstisch, es gibt einen Rauchtisch. Ja? Aber die Klassen, das können Sie dann in der Kommunikation auch spezifizieren, ja, aber Sie können vorausgehen, wenn Sie gehen in ein Möbelgeschäft, ja, und sagen, ich möchte einen Rauchtisch, können Sie davon ausgehen, dass der Verkäufer Ihnen nicht in die Abteilung, Sie nicht in die Abteilung führt, wo es nur Esstische gibt, ja. Also, das heißt, es liegen
der Verkäufer und Sie haben dieselben Bezugsklassen, können die dieselben Bezugsklassen verwenden. Ja? In einer anderen Situation scheitert diese Kommunikation vielleicht, weil die Referenzaxiome und die Bezugsklassen für Rauchtisch bei dem Adressaten andere sind. Sie erkennen daran, dass diese Klassen nur einen begrenzten Wert haben, aber sie sind nicht nutzlos. Ja. Sie können also als Alltagsklassifikation durchaus in einem bestimmten sozialen Bezugsrahmen funktionieren, und die Verwendung solcher Begriffe und Ad-hoc-Klassifikation braucht nicht kommunikativ zu scheitern. Die nächste Klassifikation wäre ein kategoriales System. Hier haben Sie schon zwei Wörter, Kategorie und System. Ja, wenn Sie das lesen, ja, sagen Sie, ja, was ist eine Kategorie? Wie gehen Sie vor? Sie gucken erstmal im Lexikon. Heute im Internet. Was steht denn da unter Kategorie? Ja, also, unter Kategorie, und die lexikalischen Eintragungen sind eigentlich ganz interessant. Ich möchte Sie ganz kurz mal durchsprechen, weil Sie daran was eigentlich auch Bedeutungsverschiebungen erkennen. Das ist ein Problem. Wie reichhaltig ist ein Lexikon gestaltet? Und wie weit kommen Sie mit der philologischen Bedeutung von Wörtern der Lexikoneintragung? Die philologische Bedeutung ist oft nicht die wissenschaftliche Bedeutung des Wortes. Also was finden wir unter Kategorie? Also im Lateinischen heißt Kategorie zum Beispiel Anklage. Also, oh Gott, ja, Anklage, also was mit dem Gericht zu tun. Im Griechischen heißt Kategoria Klage, Beschuldigung, Aussagen. Das kommt schon etwas Weiteres hinzu. Klage, beschuldigen. Denkt man also immer an etwas Juristisches, Ethisches, Moralisches, Aussage. Bei einer Aussage denkt man vielleicht eher an etwas Epistemisches. Es geht auf das Werk Kategorien, Aussagen zurück, wird gebildet zu Kata, gegen, und gebildet zu Agoreen, öffentlich reden, behaupten, zu Agora, Versammlung. An dieser griechischen Wortbedeutung ist zum Beispiel interessant, dass es sich dabei um ein Zusprechen von etwas handelt. Es war auch in der griechischen Polis ein schuldig sprechen. Ja. Wenn, sagen wir, eine bestimmte Gruppe oder ein Gerichtshof jemand schuldig gesprochen ist, dann hat er auf einen gezeigt oder etwas Entsprechendes gesagt. Also es wird etwas zugeschrieben, es wird etwas von einem aus, von etwas von, es wird etwas über etwas ausgesagt. Im
Bei Aristoteles in der Philosophie wird der Begriff zu einem philosophischen Terminus, Kategorie. Und er stellt eine Kategorienlehre auf. Sagen wir mal vereinfacht, die Kategorienlehre enthält die Seinsaussagen, die wir treffen können. Substanz, Akzidenz, Ort, Zeit, Lage eines Gegenstandes. In der Scholastik finden Sie den Begriff Prädikatmente, Prädikabilien für Kategorien. Dabei handelt es sich eben um diese Kategorien, die wir von Dingen aus sagen. Im 18. Jahrhundert wird der Begriff philosophisch weiterverwendet. Denken Sie an die Kritik der Urteilskraft, an die Kritik der reinen Vernunft. Sie finden dort ein Kapitel über die reinen Verstandesbegriffe. Und das sind Kategorien, die aus Urteilen abgeleitet werden. Ist ein antiquiertes Verfahren, würden wir heute nicht mehr vorgehen. Aber sei erwähnt, die Lesart bleibt erhalten, ja, da es sich um Aussagen über etwas handelt. Wenn wir in der Wissenschaftskommunikation und auch im Alltag sprechen wir oft von Kategorien. Also der Begriff der Kategorien findet auch noch in anderen Disziplinen. In der Mathematik spricht man auch von Kategorien. Wir verwenden es eigentlich etwas anders. Auch im Alltag, ja, also ordnen wir, wenn wir sagen, es gehört nicht zu dieser Kategorie, eine Eigenschaft oder ein Ereignis einer bestimmten Auszeichnung zu. Denken Sie an die Auszeichnung von Hotels. 2, 3, 4, 5 Sterne Hotels, das sind bestimmte Kategorien. Also wir meinen damit eigentlich bestimmte Sorten, ja, die durch bestimmte Merkmale definiert sind. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt für die philologische, lexikalische Betrachtungsweise des Wortes Kategorie. Und dann haben wir natürlich noch System. Ja, was ist ein System? Und dann haben wir zu klären, ja, was ist ein kategoriales System? Der Systembegriff wird auch in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich verwendet. Also Systemtheorie, man hat den Systembegriff schon vor der Systemtheorie verwendet. Und man wird ihn auch wahrscheinlich nach der Systemtheorie verwenden. Wie er in der Systemtheorie verwendet wird, darauf möchte ich dann im Fortgang eingehen. Ja, ich möchte dann die heutige Stunde beenden und würde dann etwas zügiger die nächsten 2 Stunden durch den Text gehen. Es soll aber auch so sein,
dass Sie dem folgen können, weil Sie hierfür keine schriftliche Grundlage haben. Ich sehe zu, dass ich das vielleicht doch in den nächsten 3-4 Wochen Ihnen schicke. Dann können Sie sich das auch noch mal durchlesen. Ja? Aber als Materialien, nicht als eine Veröffentlichung. In diesem Sinne, kommt mir gut nach Hause und vor allem verwechseln Sie mir nicht die Kategorien. Ja? So.